Hallo, hier ist Lia. Liebes Internet, ich sitze heute hier mit dem Parteivorsitzenden der SPD, Norbert Walter-Borjans. Hallo Norbert. Hallo Lia. Und hallo alle, die irgendwo jetzt gerade zugucken und Fragen haben oder einfach was loswerden wollen. Wir sind ja gerade in einer großen Ausnahmesituation und wir wissen, dass ihr ganz viele Fragen habt und auch ein bisschen unsicher seid. Und wir haben diese Bürgersprechstunden eingerichtet, damit ihr all diese Fragen einmal loswerden könnt. Seien es konkrete Fragen, wer wo Hilfe kriegt, oder auch ein bisschen abstraktere Fragen an die Politik. Wir organisieren, dass unsere Spitzenpolitiker und Politikerinnen euch da Rede und Antwort stehen. Und das funktioniert so. Wir haben vorher ein paar Fragen von euch eingesammelt und ihr könnt auch während des Gesprächs Fragen im Live-Chat stellen. Erstmal vielen Dank, Norbert, dass du dich bereit erklärt hast, mitzumachen und heute Antworten gibst. Gerne. Ich habe gehört, dass die Arbeit als Parteivorsitzender ja ohnehin nicht ganz einfach ist. Und jetzt haben wir auch noch Ausnahmezustand. Da hat sich sicher vieles verändert. Hast du dir bestimmt auch gar nicht so vorgestellt am Anfang? Naja, also ich bin ja schon in anderen Funktionen ziemlich lange dabei und habe ja mal viele Jahre für einen Politiker gearbeitet, Johannes Rau, später mal Bundespräsident, der viele Jahre auch stellvertretender Parteivorsitzender war. Das heißt, ich habe natürlich immer einen Einblick gehabt, aber ist natürlich noch mal was anderes, wenn man dann in Berlin aufschlägt, wenn man ja weiß, wir sind ja gewählt worden, weil die Mitgliedschaft, die Basis, wie das so schön heißt, einfach auch mal wollte, dass es ein paar neue Gesichter, die nicht bisher immer in der Berliner Mann- und Frauschaft dabei waren, dass sie mitmischen. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass einem dann von denen, die bisher da saßen, ein bisschen Skepsis entgegenkommt. Und das jetzt ein Stück einerseits aufzulösen, zum anderen aber eben auch die Erwartungen der Mitglieder durchzubringen, dass ein paar Dinge vielleicht auch etwas anders angegangen werden sollen. Da kann man sich vorstellen, das ist erst spannend und manchmal aufreibend, aber bis jetzt muss ich sagen, hat es sich gelohnt, das zu machen. Jetzt ist natürlich inhaltlich durch die Corona-Krise ein bisschen was verändert und auch Pläne umgestoßen worden und wahrscheinlich hat sich auch deine Arbeit an sich verändert und ist gerade in letzter Zeit sehr viel digitaler geworden. Ich habe zum Beispiel ein Foto gesehen von dir auf Twitter von einer Videokonferenz mit den Parteivorsitzenden aller sozialdemokratischen und sozialistischen Parteien Europas. Da stelle ich mir die Frage, Videokonferenzen sind ja generell schon nicht so einfach. Wie ist das, wenn da so viele Menschen, die so unterschiedliche Sprachen sprechen, aufeinander kommen? Wie ist das genau gelaufen? Hat das geklappt? Und könntest du uns vielleicht verraten, worum es dabei ging? Ja, also zuerst mal, dieses Treffen hätte ja auch stattgefunden in echt, sage ich jetzt mal, wenn es Corona nicht gegeben hätte. Also es war eigentlich vorgesehen, dass wir uns in Brüssel treffen. Und das ist dann ins Wasser gefallen. Und da hätten wir ja auch klarkommen müssen, was die Sprachen angeht. Also die Sprache ist dann Englisch. Es gab jetzt da keine Möglichkeit der Übersetzung, das hat aber, finde ich, bei allen gut funktioniert. Und es ging eben darum, dass diese Gruppe sich regelmäßig oder in größeren Abständen, aber regelmäßig trifft. Meistens, wenn irgendwo der Europäische Rat bevorsteht in Brüssel und dann kommt man eben auch als Parteichef zusammen und tauscht sich aus. Also es war jetzt in diesem Fall für viele übrigens, die dabei waren, das erste Mal, für einige das letzte Mal. Es war zum Beispiel Corbyn dabei, der jetzt gerade einen Nachfolger bekommen hat. Es waren einige dabei, die auch selbst Regierungschefs in ihren Ländern sind. Und es ging jetzt natürlich darum, wie gehen wir mit dieser riesigen Herausforderung Corona, Covid-19 um. Und zwar so, dass in diesem Europa nicht jeder seinen eigenen Weg versucht und die Türen zumacht, wenn der andere Hilfe braucht, sondern wie retten wir erst recht jetzt diesen europäischen Gedanken. Und ich muss sagen, wir waren uns in dieser Runde sehr einig, aber es ist schon so, dass Europa wirklich auf die Probe gestellt ist und dass ich mir große Sorgen mache, dass so die einzelnen Staaten sich verhalten, dass das eben auch einen länger dauernden
Schaden anrichten kann. Und ich als ein Kind Europas, ich bin jetzt 67 Jahre alt und davon sind 62 Jahre lang seit den römischen Verträgen Europäische Gemeinschaft, später Europäische Union. Ich möchte alles dafür tun, dass dieses friedenssichernde Projekt, das für alle gut war in Europa, dass das erhalten bleibt. Wir haben auch tatsächlich in der Community ganz, ganz viele Fragen dazu bekommen, zu Europa und zur europäischen Solidarität. Du hattest ja auch einen Gastbeitrag, wo du sehr ausführlich und sehr eindringlich an die europäische Solidarität appelliert hast. Und du hast da geschrieben, wann, wenn nicht jetzt, genau jetzt ist der Zeitpunkt, um sich auf Europa zu besinnen. Warum? Die einfache Frage, warum ist jetzt der Zeitpunkt? Ja, weil, ich sage jetzt mal, in guten Zeiten tut man sich immer leicht damit, sich der gegenseitigen Solidarität zu versichern. Es kommt immer, die Nagelprobe kommt immer, wenn es eng wird. Und wir sehen ja jetzt, und nicht zum ersten Mal, wir haben gesehen, wie das in der Finanzkrise war, dass es da durchaus, ich sage jetzt mal, einen Umgang unter uns Europäern gegeben hat, den man ansonsten in anderen großen Staaten, die eine Einheit sind, also USA, China, andere große Staaten, so nicht hat. Also dass wirklich die einen gesagt haben, wir brauchen Hilfe und die anderen gesagt haben, okay, die könnt ihr haben, aber dann gibt es richtig knallharte Auflagen. Und da muss man schon sagen, da war Deutschland ja auch ein ganzes Stück daran beteiligt. Und das hat auch ein gewisses, ich sage jetzt mal, Misstrauen ausgelöst, was denn immer verbunden ist an Auflagen damit, dass man sich gegenseitig hilft. Wir erleben jetzt, dass zum Beispiel Spanien enorme Probleme hat, der Bedrohung durch Corona gerecht zu werden. Warum? Weil die unter anderem in den letzten 10 Jahren ihr Gesundheitswesen unglaublich ausgedünnt haben, auch wegen der Auflagen, die die reicheren europäischen Länder und Europa insgesamt damit verbunden haben, dass Spanien damals in einer schwierigen Situation Geld bekommen hat. Und das ist weitergegangen, als es um die Frage der Aufnahme von Geflüchteten gab. Wenn man sich anguckt, wie sich Polen, wie sich Tschechien, wie sich Ungarn verhalten haben, wie das mittlerweile Österreich und andere machen, dann sind wir nicht gerade an einem Punkt, wo es danach aussieht, dass Europäer sich gegenseitig unter die Arme greifen. Und das Ganze mündet jetzt in eine Bedrohung, bei der nur wirklich niemand irgendjemandem in diesem Europa vorwerfen kann, dass er es verschuldet hat. Und wenn wir jetzt sehen, wie gerade Italien und Spanien gebeutelt sind und die anderen zunächst mal auch ein Stück abzuwarten scheinen, dann ist das schon ein Punkt, der uns alle alarmieren muss. Und da habe ich dann eben an mehreren Stellen, da habe ich einmal diesen Namensbeitrag, den du gerade genannt hast, verfasst und veröffentlicht. Ich habe gestern ein Interview in 2 großen italienischen Zeitungen, in Il Messaggero und La Repubblica, und in einer spanischen, in El País, gehabt. Ich habe im Stern mich dazu geäußert, weil es mir wirklich echt ein Anliegen ist. Und habe darauf übrigens in dem Artikel, den du ansprichst, darauf verwiesen, auf eine große Rede von Helmut Schmidt vor fast 10 Jahren, 9 Jahren genau genommen. Da hat er nämlich mal beschrieben, wie die einzelnen Staaten Europas im Jahr 2050 aussehen würden, wenn sie nicht zusammen sind. Dann sind sie nur noch Promille gemessen an der Weltbevölkerung, an der Weltwirtschaftsleistung. Also wer meint, ihr könnt ein Land, auch das starke Deutschland, für sich durch die nächsten Jahrzehnte kommen, der hat sich absolut geschnitten. Und nur noch ein Beispiel, Deutschland hatte vor 15 Jahren noch eine größere Wirtschaftsleistung als China. Und in den nächsten 5 Jahren wird China eine größere Wirtschaftsleistung als die gesamte Europäische Union haben. Also wer vor der Entwicklung nicht langsam merkt, dass wir das nur mit Europa gemeinsam schaffen, dem kann man, glaube ich, nicht helfen. Aber es ist nicht bloß in anderen Ländern eine Menge zu tun, sondern bei uns auch. Ich habe in der Vorbereitung überlegt, ob ich mit diesem Zitat von Helmut Schmidt einsteige und ich frage, ob der dein politisches Vorbild ist, aber ich glaube, die Antwort zu kennen, das ist ja Rau und nicht Schmidt. Den hast du ja auch schon angesprochen, oder? Ja, es gibt viele. Also ein ganz großes, was mich als jungen Menschen wirklich beeindruckt hat, ist natürlich Willy Brandt. Und ich habe, als wir kandidiert haben um den Parteivorsitz, um die Nachfolge des
großen Willy Brandt, da weiß man schon, was da sozusagen an Spuren vorhanden ist. Da habe ich im Willy Brandt-Haus gesagt, dass ich zu einer Generation gehöre, zu einer Altersgruppe gehöre, die die erste seit, ich glaube, seit überhaupt in Europa, in Mitteleuropa ist, die von sich sagen kann, ich bin 67 Jahre alt geworden und habe in meinem Land keinen Krieg erlebt. Und das hat enorm viel zu tun mit der Ostpolitik damals von Willy Brandt, der aufgehört hat mit diesem Gegeneinander aufrechnen, der eine Stellforderung, der andere Stellforderung, sondern Schlussstrich gezogen hat und gesagt hat, wir müssen jetzt mal Grenzen akzeptieren, wie sie sind, aber dann gleichzeitig auch öffnen und überwinden. Und ich kann nur sagen, natürlich, wenn mich etwas antreibt, dann ist das, dass ich jetzt Menschen, die viel jünger sind als ich, dass ich alles dafür tun will, dass wenn die mal 67 sind, die das immer noch sagen können und sagen, hey, du warst nicht die einzige Generation, die 67 werden konnte, ohne Krieg und ohne Konflikte. Und wenn das nicht bloß in Europa der Fall wäre, sondern weltweit, dann wäre das natürlich ein echtes Ziel, was man verfolgen muss. Also Friedenspolitik und SPD bleibt für mich etwas, was das hat was mit Vorbild und mit einer großen Aufgabe zu tun. Nicht wundern, ich stelle mir mal kurz Kopfhörer rein. Wir kriegen nämlich das Feedback, dass... eine Maske, die du gerade aufsetzen wolltest, aber... Wir probieren es mal so. Und... ihr könnt gerne Bescheid sagen, ob es jetzt besser ist. Norbert, ich möchte noch einmal kurz zurück zu Europa. Hubert hat nämlich gefragt, wie können wir in dieser Situation Europa stärken und als Europäer handeln? Da wollte ich fragen, ob dein Vorschlag, den du mit Olaf Scholz unterbreitet hast und vorgestellt hast, mit dem ESM, ist das etwas, wie wir jetzt in der Krise helfen können und als Europäer handeln können? Also das Erste, was wir erstmal machen müssen, ist, dass wir nicht Grenzen ziehen in der Hilfe. Also was Deutschland zum Beispiel macht, nämlich auch Schwerkranke aufzunehmen, die in ihren Ländern überhaupt nicht mehr behandelt werden können, weil es so viele Fälle gibt, dass die Betten in den Krankenhäusern nicht mehr ausreichen, in Italien, in Frankreich zum Beispiel. Dass wir das wirklich machen und hier nicht anfangen aufzuzählen, oder abzuzählen, kommt ein Deutscher in das Bett oder ein Italiener, oder, sondern wir sind Europäer und wir müssen dafür sorgen, dass wir gemeinsam den Verlauf der Krankheit so jedenfalls in den Griff bekommen, dass wir am Ende immer mit den Kapazitäten, die wir haben, klarkommen. Und wenn das funktioniert, dann muss das eben auch für Europa funktionieren. Also wir könnten am Ende sicher nicht damit leben, wenn ein Land da als Insel der Glückseligen wäre und die anderen hätten enorme Verluste, Opfer zu beklagen. Das wäre eine Hypothek, die würde Europa immer mit sich rumschleppen. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass alles hat extrem mit Geld zu tun. Das sehen wir ja auch in unserem eigenen Haushalt. Wir haben in der vergangenen Woche mit einem Vorschlag oder einer Einbringung von Olaf Scholz 100, jetzt sagt mir das Ding hier, die Batterie sei fast leer, was aber eigentlich nicht sein kann. Darf ich mal gerade mal gucken, ob ich hier fast, ob ich was einstellen darf? Ihr kennt das sicher auch von allen Leuten, die gerade Homeoffice machen, dass es mit den Videokonferenzen gar nicht so einfach ist. Ich hoffe. Ein immer neue. Ich habe jetzt nicht den falschen. Ja, glaube ich hatte. Ich will hoffen, dass meine Batterie jetzt das Spiel auch mitmacht heute. So. Alles wunderbar. So, also es kostet enorm viel Geld. Wir haben in der letzten Woche beschlossen, dass wir 156 Milliarden Euro in den deutschen Haushalt reinpacken, um all das, was jetzt zu tun ist, bezahlen zu können. Und auch das ist natürlich etwas, was nicht bloß Deutschland betrifft, sondern Italien ist nicht selbst verschuldet an Corona gekommen, Spanien auch nicht. Und deswegen muss jetzt die Solidarität auch so aussehen, dass wir gemeinsam das Geld zur Verfügung stellen. Und da gibt es jetzt Diskussionen. Macht man das mit dem ESM? Das ist das, woran Olaf Scholz gerade arbeitet. Das ist
nach meiner Auffassung das, was jetzt am schnellsten geht, weil bei allem anderen gibt es immer irgendeinen, den ich mitmachen will, entweder europäische Mitgliedstaaten oder der Koalitionspartner. Ich fände es, und darüber diskutieren wir auch immer freundschaftlich, aber durchaus auch in der Sache, ich fände richtiger, dass man eine gemeinsame große Anleihe aufnimmt, so wie das mittlerweile Wirtschaftswissenschaftler und Berater und Experten aus allen Lagern sagen, also egal ob Arbeitgeber und Arbeitnehmer, weil das die fairste Form wäre, diesen Staaten Geld zur Verfügung zu stellen und dafür zu sorgen, dass nicht auch noch auf deren Ruin von Spekulanten gewettet wird. Und dafür setze ich mich ein. Aber das ist, muss man einfach sagen, das wäre nicht in den nächsten Wochen und Monaten hinzukriegen. Und damit wäre es zu spät für Spanien und Italien. Und deswegen ist der Ansatz, es jetzt über diesen Sicherungs- oder Stabilitätsmechanismus für Europa zu lösen, der richtigere als erster Schritt. Und dann müssen wir weiter gucken. Nun ist es ja so, dass das Stichwort ESM in vielen südeuropäischen Ländern auch mit ein bisschen Angst verbunden ist, weil das ja extrem starke Konsequenzen für die Länder damals in der Finanzkrise bedeutet hat. Wie wollt ihr damit umgehen? Ja, das ist eigentlich einer jedenfalls der Knackpunkte. Also ich will das jetzt nicht zu, ich sage jetzt mal fachlich aufbereiten, dass es nicht zu kompliziert wird. Aber es gibt zwei Möglichkeiten, dafür zu sorgen, dass Italien sein Gesundheits- und Spanien sein Gesundheitswesen wieder aufrichten kann, dass die enormen Probleme, die jetzt in der Wirtschaft entstehen, ein Stück aufgefangen werden, so wie wir das bei uns auch machen. Und das ist entweder, indem dieser europäische Stabilitätsmechanismus den Ländern einen Kredit zu sehr günstigen Zinsen gibt. Es hat aber das Problem bisher immer gehabt, dass damit sehr harte Bedingungen verbunden waren, was diese Länder dann wiederum an Einsparungen machen müssen. Und ich habe ja eben schon mal gesagt, Spanien hat deswegen heute ein kaputtes Gesundheitssystem. Es gibt riesige Jugendarbeitslosigkeit. Alles auch als Folge, weil man so hohe Sparanforderungen gesetzt hat. Es gibt unmögliche Zustände in Krankenhäusern oder in anderen Bereichen. Und deswegen geht das nur, wenn man jetzt dieses Instrument nimmt und gleichzeitig sagt, aber das, was da früher mit verbunden war, das machen wir jetzt nicht mehr. Da kann sich jeder vorstellen, dass die Menschen daran jetzt erstmal nicht so richtig glauben. Ich habe an einer anderen Stelle mal gesagt, das ist ein bisschen, wie das mit Hartz IV im Inland verbunden war, mit Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Wenn man heute mit diesem Begriff kommt, dann sagen die, bleib mir bloß weg damit. Und so ähnlich ist das eben mit den anderen Staaten in Europa auch. Auch dann, wenn wir es deutlich verändern und deutlich besser gemacht haben. Ich sage aber trotzdem nochmal, wenn es das Einzige ist, was jetzt schnell geht, dann werbe ich natürlich in diesen Ländern, und das habe ich auch in diesen Interviews in Italien und Spanien gemacht, dass sie es bitte jetzt mit annehmen, wenn wir weiter daran arbeiten, es anschließend dann auf die andere, zweite Art zu machen. Und das heißt, wir nehmen einfach gemeinsam einen großen Kredit auf, der dann auch ziemlich billig ist, weil wenn diejenigen, jeder von uns, der Geld anlegen würde, würde es natürlich, der wäre bereit, geringere Zinsen zu kriegen, wenn er sicher wäre, dass er das Geld auch zurückbekommt. Und wenn eben Deutschland und Frankreich und andere Große mit dabei sind und das garantieren, dann ist der Zins eben niedriger. Und es ist auch nicht das, was so stigmatisiert. Man macht keinen Unterschied und sagt, da guck mal, diese Bittsteller auf der einen Seite und die Gönner auf der anderen. Auch das kann eigentlich nicht der europäische Gedanke sein. Jetzt höre ich nichts. Wir kriegen gerade eine Frage rein von Katrin, die fragt, welche reellen Möglichkeiten wir denn als Land mit noch stabiler Wirtschaft haben, andere europäische Länder zu unterstützen. Das hast du jetzt ja schon angesprochen, dass es einerseits Unterstützung gibt, indem wir Kranke aufnehmen in unseren Krankenhäusern, andererseits eben durch diese gemeinsamen Kredite. Würdest du sagen, dass diese Möglichkeit, über den ESM zu helfen, sich grundlegend unterscheidet von Eurobonds? Dazu haben wir nämlich auch Fragen bekommen. Zum Beispiel von Heike, die fragt, warum diskutieren der SPD-Minister nicht über Eurobonds, obwohl das sehr nach europäischer Solidarität klingt?
Das machen wir ja, aber also erstmal, wie weit können wir helfen? Es kommt ja oft die Frage, die kommt so ein bisschen aus dem Klischee, jedenfalls kriege ich oft über Twitter oder auch als Mail so eine Vorhaltung, dass mir jemand sagt, du bist vielleicht lustig, wir sind hier ja deswegen wohlhabend, weil wir immer richtig gespart haben, richtig mit dem Geld umgegangen sind und die anderen haben das nicht gemacht und jetzt sind die in einer schlechten Lage und jetzt wollen die praktisch unser Geld haben. Und da muss man immer mal wieder sagen, Leute, Vorsicht, ich habe ja eben schon mal gesagt, Deutschland alleine hätte heute in der Welt und erst recht nicht in 10, 20, 30 Jahren noch großartig was zu melden. Da sind wir so viel kleiner als die chinesische Wirtschaft, aber eben auch andere Wirtschaftsgrößen, auch der USA, dass wir auch wir ohne Europa zu klein wären. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben nicht bloß immer bezahlt, sondern unser Lebensstandard ist auch deswegen so hoch, weil wir enorm viel von Europa gewonnen haben. Die Tatsache, dass die anderen schwach sind, hat uns auch Vorteile gebracht. Die niedrigen Zinsen, die zwar unser Privatvermögen, ich sag mal, ein bisschen malträtieren, aber die haben dafür gesorgt, dass der Staat enorme Einsparungen machen konnte. Das heißt also, das Zinsniveau hat Deutschland geholfen und auch die Länder in Deutschland, während es bei den anderen eher ein Problem war. Das nächste war, dass dadurch, dass der Euro dadurch durch die schwächeren Länder schwächer bewertet ist, hat unsere Industrie ganz besonders viel exportieren können. Das hat Arbeitsplätze geschaffen, das hat Gewinne von den Unternehmen geschaffen, das hat Steuereinnahmen für den Staat geschaffen. Das heißt also, nur so zu tun, als wenn Deutschland der Zahlmeister wäre und auszublenden, wie unglaublich wir auch davon profitieren, dass wir Europa haben, das wäre nicht fair. Und insofern ist es jetzt richtig, dass man in so einer Situation, in der wir jetzt sind, alles dafür tut, dieses Europa zu erhalten, wegen der anderen, wegen der Partnerschaft auf Augenhöhe, aber auch ganz klar aus eigenem Interesse. Das finde ich einen ganz wichtigen Hinweis, weil wir natürlich auch oft, wenn irgendwas über Eurobonds geschrieben wird, dieses Totschlagargument kriegen, dass es keine Vergemeinschaftung von Schulden geben sollte und nicht auf dem Rücken von Deutschland andere in Saus und Braus leben sollen. Vielen Dank dafür. Ich finde immer sehr interessant, also wir vergemeinschaften zum Teil ja auch nicht die Vorteile, sondern da haben wir sehr viele, die andere in dieser Form nicht haben. Ich habe ja eben gesagt, nicht nur Steuern und Zinsen, sondern wir haben auch Arbeitsplätze importiert durch den Export. Das heißt, wir haben bei uns Arbeitsplätze, die hätten die anderen auch gerne. Also wenn man sich die Arbeitslosigkeit in Europa anguckt, dann ist die nicht bei uns nur aus unserer eigenen Leistung heraus so niedrig, sondern eben auch, weil wir einen Vorteil ausspielen konnten und die anderen, das würden wir zwischen den Ländern der Bundesrepublik ja auch machen, dass wir sagen würden, wir brauchen einen Ausgleich, damit Europa insgesamt sich entwickeln kann und nicht nur einer da drin und die anderen sollen das mitspielen. Ja, wenn man gerade aktuell die Wörter Europa und Solidarität zusammen in einem Satz sagt, dann kommt einem ja auch unweigerlich die Lage an den griechischen Grenzen in den Sinn. Ja. Und weil wir dazu auch ganz viele Fragen gekommen haben, würde ich gerne jetzt einmal weg von Eurobonds und dem ESM. Wir haben da nämlich Fragen bekommen, wie von Jan Luca, der sagt, wie geht es weiter mit den Flüchtlingen, die da gestrandet sind? Du und Saskia, ihr hattet euch ja auch ganz stark dafür eingesetzt, dass Flüchtlinge zu uns nach Deutschland kommen können, besonders minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge. Und es gab eigentlich diesen Kompromiss, dass welche kommen dürfen und jetzt passiert nichts. Ja. Was wird da getan? Charlotte fragt auch ganz gezielt danach, was tut die SPD, damit sich da endlich was bewegt? Also es gibt ein paar Dinge. Es ist im Augenblick vielleicht ein bisschen schwer anzusprechen, weil man auf der einen Seite sagen müssen, wir arbeiten gut zusammen im Bewältigen der Krise, die wir gerade im Moment haben. Und da sollte man nicht anfangen, einen großen Parteienstreit zu führen. Und zwar, das gilt sowohl für die Koalition, das gilt sogar auch für die Parteien in Regierung und Opposition. Also wenn wir da nicht so viel Verantwortungsbereitschaft gehabt hätten in den letzten Wochen, da mal über den eigenen Schatten zu springen und zu sagen, wir machen jetzt hier gerade keine Parteipolitik. Die einzelne Partei soll schon zu sehen sein, die hat ja schließlich auch Ziele.
Aber wir arbeiten an einer großen, wichtigen oder gegen eine große, wichtige Herausforderung, dann wären wir nicht so aufgestellt, wie wir das im Moment sind. In dem Punkt muss man sagen, der gehört zu den dunklen Stellen dieser Zusammenarbeit. Wir hatten einen Koalitionsausschuss und in diesem Koalitionsausschuss haben wir dieses Thema, im Koalitionsausschuss sitzen ja für unsere Seite Saskia Esken und ich und außerdem Rolf Mützenich als Fraktionsvorsitzender und Olaf Scholz als Vizekanzler. Und wir haben sehr deutlich gemacht, an dem Tag sogar auch noch zusammen mit Heiko Maas als Außenminister, dass wir eine schnelle, und zwar in dieser Woche noch, in der das stattgefunden hat, Lösung haben wollen. Und es war ein extremer Kampf, weil der Koalitionspartner sich nur bereit erklärt, etwas zu unternehmen, wenn es dazu eine große Gruppe von europäischen Staaten gibt, die das alle auch machen. Obwohl wir hier über 500, 600 Kinder reden, die krank sind, die unmittelbare Hilfe brauchen und für die es eine Menge an deutschen Städten und Gemeinden gibt, die schon erklärt haben, wir nehmen sie auf. Ja, dann haben wir ein Ergebnis gehabt, das danach klang, in dieser Woche würde dann auch etwas auf der Europaebene daraus. Und das ist, wie wir merken, nicht zustande gekommen. Und ich kann den Unmut derer, die da uns auf Twitter auch schreiben, das habe ich gestern auch mal selber gepostet, den kann ich mehr als verstehen, weil man ja selbst in so einer Situation steht, also man erweckt ja den Eindruck, wir haben das jetzt mal beschlossen und jetzt wird nichts draus, naja, jetzt kümmern wir uns um andere Sachen. So ist das nicht. Saskia Esken, auch Kevin Kühnert, auch Rolf Mützenich und ich, wir haben immer wieder, also wir können eigentlich wirklich sagen, jeden Tag, wir haben jeden Tag morgens eine Schalte, wo wir uns zusammenschalten und miteinander reden. Dieses Thema immer wieder angemahnt. Und es waren zwei Punkte, drei. Das eine ist, dass sich auch die griechischen Behörden enorm schwer tun, überhaupt mal zu benennen, wer denn da jetzt ausreisen kann und soll. Dass die Europäer, die kleine Einigung, die es gab, immer schwächer wurde, je mehr Corona es gab und je mehr die erstmal geguckt haben, wie sie da zu Hause klarkommen. Und je stärker der Koalitionspartner den Eindruck erweckte, an der Stelle tatsächlich nicht an der richtigen Lösung interessiert zu sein. Und der Höhepunkt war ja gestern, als dann wenigstens Luxemburg sich bereit erklärt hat, ein Dutzend Kinder aufzunehmen, dass dann der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU im Bundestag, Thorsten Frey, sagt, naja, also Luxemburg, das ist ja jetzt wohl nicht der Grund, warum wir das auch machen sollten. Und deswegen ist das heute in dem Corona-Kabinett, da wo die Minister, die sich unmittelbar mit den Corona-Folgen beschäftigen, zusammengekommen sind, wieder angesprochen worden. Es ist wieder erklärt worden, dass es in dieser Woche noch eine Lösung geben soll. Das erwarte ich auch. Das Problem ist nur, da sind uns schlicht und ergreifend die Hände gebunden. Wir können nicht selbst in ein Flugzeug steigen und hinfliegen und Kinder aussuchen und rausholen, sondern wir sind auf diese Zusammenarbeit angewiesen. Aber ich kann euch und Ihnen allen sagen, das Thema ist jeden Tag ein Thema und wir machen das jeden Tag zum Thema, bis diese Kinder ausreisen können. Vielen Dank. Da sind ja jetzt auch gerade schon in dem, was du gesagt hast, Unterschiede zwischen den Parteien doch deutlich geworden. Ich möchte jetzt mal ein bisschen den Fokus von Europa auf Deutschland richten. Wir haben nämlich auch Fragen dazu bekommen, was denn jetzt aus dieser Krise heraus geändert werden soll. Und ich finde, da sind ganz viele sozialdemokratische Themen auch dabei. Zum Beispiel hat ein Namensvetter Norbert uns schon vorab gefragt, ob denn auch das Gesundheitswesen anders gemeinschaftlich finanziert werden könnte. Und gerade wurden wir auch live gefragt von D. Fuchs, ob geplant ist, dass es zum Beispiel eine Kampagne zur Bürgerversicherung jetzt geben könnte, um eben unser Gesundheitswesen besser zu finanzieren. Gibt es da Ideen? Also erstmal glaube ich, dass Corona insgesamt seine Spuren hinterlassen wird, obwohl ich auch, ich sage jetzt mal, alt genug bin, um zu wissen, wie schnell manche Dinge auch wieder in Vergessenheit geraten und wie schnell Menschen sich wieder in alte Gewohnheiten einfinden und wenige Jahre später einiges von dem vergessen,
zu haben scheinen, was heute noch wirklich für Sorge und zum Teil für Angst sorgt. Aber ich glaube trotzdem, es werden sich ein paar Dinge ändern. Das eine ist ganz sicher, dass wir wissen, Globalisierung einfach so laufen zu lassen, wie das in den letzten Jahren der Fall war, sich so abhängig zu machen von Lieferbeziehungen zu einem einzigen Standort, wo dann, wenn es da eine Krise gibt, praktisch alles zusammenbricht. So fing das ja an mit der Belieferung auch zum Beispiel von Grundstoffen für Medikamente beispielsweise aus China. Das muss sich ändern. Da müssen auch Unternehmen ein Interesse dran haben. Es kann nicht, und da haben wir aber auch eins dran, weil es kann nicht sein, dass Unternehmen einen Kostengewinn haben, also weil sie weniger Kosten haben, wenn sie etwas an einem bestimmten Platz in der Welt produzieren lassen, um hohe Gewinne zu erzielen. Und wenn das dann zusammenbricht, dann ist das genau wie damals bei den Banken. Dann rufen alle nach dem Staat und sagen, wir kommen nicht weiter. Wir brauchen jetzt Unterstützung. Also das müssen Unternehmen für die nächsten Jahre für sich auch wissen, dass sie dieses Risiko verkleinern, indem sie einfach dafür sorgen, dass ganz bestimmte Stoffe auch in Europa und in Deutschland hergestellt werden und dass man, was die Welt angeht, einfach von unterschiedlichen Stellen sich abhängig macht, also nicht von einer. Das ist das eine. Das zweite ist, das gilt ja auch für Menschen. Wenn man sich anguckt, dass jetzt viele Menschen im Moment Kranke nicht versorgen können, weil sie aus Tschechien, weil sie aus Polen kommen, oder Erntehelfer, dann finde ich gut, dass Menschen aus den anderen Ländern auch Beschäftigungsmöglichkeiten haben. Aber man muss sich mal vorstellen, dass unser Gesundheitswesen, selbst unsere Landwirtschaft, nur produzieren kann, weil Menschen hier in Deutschland nicht zu finden sind, die für ein Einkommen das machen, was wir brauchen. Und wir deswegen Menschen importieren, man muss es wirklich mal so sagen, die bereit sind, für einen Bruchteil des Einkommens, das hier verdient wird, diesen Job zu machen. Und dann wundern wir uns, wenn die Grenze zugemacht wird, dass das dann bei uns zusammenbricht. Ich meine, so furchtbar, wie sich das anhört, das ist auch eine Form von Lieferkette. Zumindest werden diese Leute so betrachtet. Also das muss zumindest dadurch sich ändern, dass einfach diese Jobs so bezahlt werden, dass sie sowohl für Menschen aus Polen und Tschechien, aber eben auch in Deutschland in Frage kommen. Und so geht das weiter. Das heißt also gerade, es geht weiter mit der Frage von Digitalisierung. Ich meine, was wir jetzt hier gerade machen, das mache ich jetzt seit 2,5 Wochen fast jeden Tag und habe früher sowas mit spitzen Fingern angeguckt oder angefasst. Es ist mittlerweile einfach ein ganzes Stück Normalität geworden. Und man muss einfach manchmal ein bisschen auch dazu geschubst werden, um festzustellen, du musst nicht für alles eine Reise antreten. Vieles braucht mal die persönliche Begegnung. Aber dazwischen gibt es auch eine Menge Möglichkeiten, einfach anders damit umzugehen. So, und jetzt noch zum Thema Gesundheitswesen. Ich habe es ja eben schon angesprochen mit der Bezahlung. Ich meine, wir sind ja noch relativ gut dran, wenn man sich mal anguckt, dass wir vielleicht manchmal, weil es nicht so schnell gegangen ist, wie sich das manche gewünscht haben, unser Gesundheitswesen eben nicht total privatisiert und nicht total verkleinert haben. Wer sich heute mal anguckt in den USA, in New York, wie ein Gesundheitswesen aussieht, das nur nach Markt läuft und nur nach Rentabilität. Und jetzt in einer Stadt wie New York, der Welthauptstadt des Kapitals, sterben die Menschen weg, dass man echt nicht hingucken kann auf die Fernsehbilder. Dann haben wir ja schon eine Menge, was wir noch schützen sollten. Aber auch das ist eine Frage, wie machen wir das in Europa insgesamt? Das kann nicht sein, dass das in Deutschland dafür sorgt, dass Menschen überleben und in anderen Ländern nicht. Und in Deutschland müssen wir dafür sorgen, dass das nicht weitergeht mit Privatisierung und mit Kaputtsparen, sondern mit einer richtigen Finanzierung. Und da kommt dann eben auch so ein Thema wie Bürgerversicherung. Susanne hat uns vorab gefragt, sie hat gesagt erstmal, dass ja jetzt gerade ganz klar wird, was die systemrelevanten Berufe sind. Und dass das oftmals nicht die sind, die ganz hoch bezahlt sind, sondern eben Pflegerinnen im Gesundheitswesen, aber auch Menschen, die im Supermarkt arbeiten. Und sie hat gefragt, glaubst du, dass die Chancen gut stehen oder wie stehen die Chancen deiner Meinung nach, dass diese Berufe auch nach der Krise, wenn das alles vorbei ist und wir nicht mehr auf den Balkonen stehen und klatschen, dass sie dann immer noch mehr wertgeschätzt werden, als sie das vor der Krise getan haben? Also ich glaube schon, dass diese Wertschätzung, die ist vielen erst nochmal wieder bewusst geworden. Also ich glaube, die ist
die Hell wird auch nicht ewig halten, sondern da muss man immer für arbeiten, das immer ins Bewusstsein zu rücken. Aber ich glaube, das hat sich manchen schon ziemlich eingebrannt. Trotzdem, was heißt das? Das heißt, dass wir dann aber jetzt auch wirklich mal ernsthaft nicht das machen sollen, was Markus Söder jetzt fordert, dass der sagt, das Erste, was wir nach Corona machen, ist alle Steuern, und zwar für die höchsten Einkommen erst recht, zu senken. Das heißt, wir haben dann, wenn wir die Kredite, die wir jetzt aufgenommen haben, zurückbezahlen müssen, sollten wir dann deutlich weniger Geld haben als bisher. Und dann kann man sich ja nur ausrechnen, was das bedeutet. Dann kann das ja nur bedeuten, entweder man verzichtet auf die Reparatur von Straßen und Schulen und den Aufbau von digitaler Infrastruktur, oder man macht einen Kahlschlag beim Sozialen, im Sozialstaat, oder man bezahlt öffentlich Bedienstete noch schlechter, und viele Krankenpfleger, viele Ärzte, die jetzt gebraucht werden, sind öffentliche Bedienstete in Kommunen oder in Ländern. Oder man macht Schulden, das will er ja nicht. Also insofern kann man sich jetzt schon ausrechnen, was das für ein Kampf würde, wenn man dann sagt, Leute, die Leute, die jetzt diesen Job machen, die wirklich systemrelevant sind, die müssen auch systemrelevant bezahlt werden. Also die Krankenpfleger, die Ärzte, die Feuerwehrleute, die Polizisten, die wirklich diesen Job für uns alle machen. Aber dann stellen wir eben auch, wie bei mancher landwirtschaftlichen Produktion fest, dass das, was wir in Anspruch nehmen, teurer wird. Dann werden natürlich Beiträge zu Krankenversicherungen, die werden höher, weil bis jetzt sind die so, wie sie sind, weil andere für einen Appel und ein Ei arbeiten. Und dann bin ich mal gespannt, ob die Leute, die heute rufen, dass die Systemrelevanten wirklich nicht nur beklatscht werden sollen, sondern auch bezahlt werden sollen, ob die dann noch dabei sind oder ob die nicht denen hinterherlaufen, die sagen, es geht doch alles viel billiger. Und da wird es ein bisschen was zu tun geben, aber da sollten wir Sozialdemokraten nicht umfallen und sagen, kriegt man ja offenbar in Umfragen im Moment schlechte Werte für, sondern dass wir wirklich dabei bleiben und sagen, Leute, ja, wir sind, wir müssen in der gesamten Frage, was kostet, wie viel geben wir für was aus und was sollte man anders machen, da müssen wir nach Corona über manche Veränderungen nachdenken. Wir gehen auch gleich nochmal genauer auf die Zukunft nach Corona ein. Ich wollte nur eine Frage einschieben, die wir hier gerade im Live bekommen haben, weil wir jetzt gerade über die Berufe gesprochen haben, die zurzeit mehr Arbeit haben denn je. Aber es gibt ja auch viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die gerade von Kurzarbeit betroffen sind. Und da hat Kurt gefragt, was du davon hältst, das Kurzarbeitergeld um 20% aufzustocken staatlich für kleine Einkommen. Ja, darüber wird ja verhandelt gerade und auch mit, da ist Hubertus Heil als Arbeitsminister auch unterwegs. Ja, das ist richtig. Ich meine, alles ist immer eine Frage, wir werden am Ende, wir werden ein Problem bekommen, das alles finanziell in den Griff zu kriegen. Wir haben echt einen Stillstand der Wirtschaft. Und manchmal habe ich den Eindruck, es gibt Leute, die sagen, ja, jetzt lass uns nicht über Wirtschaft reden, lass uns über die Gesundheit reden. Es geht ja schließlich bei der Gesundheit um Menschen und das bei der Wirtschaft, das ist nur, da geht es ja um Gewinne. Nee, in der Wirtschaft geht es ja eben auch um Menschen, weil da sind Existenzen dran, da sind Arbeitsplätze jetzt, die wegfallen. Es sind Kleingewerbetreibende, die das nicht durchhalten. Das versuchen wir ja im Moment mit einer riesigen Menge von Geld quasi so zu stellen, als wenn noch alles funktionieren würde. Und dass das nicht vollständig geht, kann sich, glaube ich, jeder ausrechnen. Man kann praktisch eine Wirtschaft, die gar nicht läuft im Moment, nicht so in Gang halten, was die Einkommen angeht. Und insofern wird es Einbußen geben. Und die Einbußen dürfen aber nicht die Kleinen treffen, weil die Kleinen haben am ehesten damit dann wieder ein Problem, überhaupt ihre Wohnung bezahlen zu können, ihr Essen, ihr Trinken bezahlen zu können, ihre Kinder versorgen zu können oder sogar, wenn sie Angehörige haben, für die sie aufkommen müssen. Insofern finde ich das richtig, dass wir das nicht gleich machen, sondern dass das in den unteren Einkommen stärker aufgewogen wird, am besten ganz, und in den oberen am Ende natürlich ein Stück zumutbar ist, wenn man eine Zeit lang eben das nicht bekommen hat, was man in der laufenden Wirtschaft eingenommen hat. Aber das ist ganz unterschiedlich. Das kann man jetzt nicht auf jedes Unternehmen übertragen. Es gibt Unternehmen, die im Moment mehr verkaufen als sonst. Beispiel Klopapier.
und andere haben ein enormes Problem, weil sie ihre Gaststätte nicht aufmachen können beispielsweise. Also es wird schon schwierig, aber für die Kleinen jetzt mehr zu tun und dann, wenn wir über Steuern reden, bitteschön Entlastung auf kleine und mittlere beziehen und nicht auf die ganz großen. Alles andere wäre nicht verantwortbar. Nun gibt es ja viele Leute, die gerade fordern, das finanzielle Problem, vor dem viele stehen, durch das bedingungslose Grundeinkommen zu lösen. Dazu haben uns auch viele Fragen erreicht, zum Beispiel von Martin, der fragt, wann greift denn die SPD dieses Thema endlich auf? Was hältst du vom bedingungslosen Grundeinkommen? Jetzt mache ich mich total unbeliebt, das weiß ich, und kriege dann wahrscheinlich auch aus bestimmten Kreisen jedenfalls einen großen Shitstorm. Aber kritisch. Aber das Schöne ist, das gehörte immer zu den Themen von Anfang an, als wir uns das erste Mal getroffen haben und darüber diskutiert haben, wo Saskia und ich sozusagen nicht eine Meinungsverschiedenheit, sondern unterschiedliche Akzente gesetzt haben, was ich für unglaublich fruchtbar in dieser Diskussion halte. Weil ich finde, das Letzte, was man machen darf, ist zu sagen, jetzt hört uns auf mit dieser Diskussion. Die ist in der Gesellschaft vorhanden und sie ist wichtig und wir müssen sie auch austragen. Ich sage aber genauso offen, ich war immer mehr bei dem Modell, was der Berliner regierende Bürgermeister Michael Müller immer propagiert hat, also stärker ein solidarisches Grundeinkommen anzustreben. Also wir sind nicht voneinander entfernt, dass wir sicherstellen müssen, dass in einem so reichen Land wie Deutschland Menschen eine Sicherheit haben müssen, dass sie leben können. Und zwar, ob sie nun können oder nicht können, was ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen angeht oder nicht. Ich finde nur, es gibt, und das ist meine tiefe Überzeugung, es gibt auch eine Menge, die sich in eine Parallelgesellschaft verabschiedet haben und die auch als Bedürftige auf der einen Seite das, was der Staat bietet, erwarten und mehr wollen und auf der anderen Seite aber, ich sage jetzt mal, wenn er bedingungslos etwas gibt, sich relativ wenig um die Gesellschaft kümmern, was denn ihr Beitrag sein könnte. Wir reden jetzt nicht darüber, dass die dann den Park sauber machen sollen oder sonst irgendwas, aber zum Beispiel die Bereitschaft, ein Bildungsangebot anzunehmen oder bestimmte Dinge zu machen. Das heißt, ja, ich vertrete die Position, dass die Sicherheit, die ein Gemeinwesen, eine Gemeinschaft allen Menschen in der Gemeinschaft gibt, auch verbunden sein darf damit, dass es eine Erwartung an alle Menschen in dieser Gesellschaft gibt. Nicht durch Sanktionen, schon gar nicht, indem man diesen Menschen ihr Existenzminimum nimmt, wie das teilweise ja der Fall war oder immer noch ist, sondern dass diese Erwartung aber auch genannt wird. Und insofern ist das kein großer Unterschied, aber ich bin nicht jemand, der einfach sagt, wir nehmen jetzt einen Riesenbetrag in die Hand, geben jedem mit der Gießkanne Geld und anschließend gucken wir mal, wie sich das Ganze finanziert. Das ist einfach nicht nur ökonomisch, sondern auch von meiner politischen Haltung etwas, worüber ich zumindest mich gerne noch ein Stück streiten möchte. Aber das Spannende ist ja, dass junge Leute da anfangen, sich Gedanken zu machen, wie man die Wirtschaftsordnung verändern könnte und anfangen, sich darüber zu streiten. Das ist ja erstmal eine sehr schöne Sache. Genau zu dem Thema, zu diesem sich Gedanken machen, wie man das Wirtschaftswesen anders gestalten könnte, hat der Parteivorstand ja auch Mitte März, wenn ich mich richtig erinnere, den wirtschaftspolitischen Beirat noch nicht eingesetzt, sondern beschlossen, ihn einzusetzen. Was ist das? Wer sitzt da drin? Was soll da passieren? Er hat ihn schon eingesetzt, er ist gerade eingesetzt worden, hat noch nicht getagt. Also, und das Ganze wird natürlich jetzt auch erstmal virtuell passieren, aber sehr schnell, weil wir verabredet haben, dass wir schon in der nächsten Woche mal auch so ein paar Grundideen entwickeln wollen, welche Konsequenzen wir denn ziehen müssen. Also ich bin angetreten, weil ich gesagt habe, in diesem Land Deutschland gibt es ein großes Problem, das in den vergangenen Jahren immer größer geworden ist und an dem sich vor 20 Jahren oder etwa in dieser Größenordnung auch wir zum Teil zu sehr haben mit reinziehen lassen, nämlich Schritte zu unternehmen, die dazu geführt haben, dass die Verteilungsgerechtigkeit immer weiter den Bach runtergegangen ist. Wir haben eine Spreizung zwischen
Superreichen und Menschen, die in Armut leben in einem reichen Land, die nicht akzeptabel ist und die zeigt, dass in diesem System etwas nicht richtig läuft. Ich gehöre aber auch zu denen, die immer gesagt haben, ich bin deswegen nicht jemand, der sagt, also man muss jetzt mal irgendwo die Unternehmer drangsalieren oder den Markt abschaffen. Ich glaube, dass nur der Staat, und das zeigt jetzt gerade auch Corona nochmal, für ganz bestimmte Dinge ganz klare Rahmen setzen muss, in denen er dann zulässt, dass dann da auch Wettbewerb herrscht, dass da Innovationen zustande kommen, dass eben auch Menschen nach Gewinn streben. Das ist alles in Ordnung. Aber jetzt mal zu gucken, wo ist uns das aus dem Ruder gelaufen? Also es hat ja nicht viel gefehlt und wir hätten alle Krankenhäuser privatisiert. Dann würden wir jetzt so stehen wie New York. Es hat nicht viel gefehlt und wir hätten Straßen privatisiert. Wir hatten schon Müllabfuhr und städtische Dienste privatisiert, die jetzt in vielen Kommunen rekommunalisiert werden, weil man gemerkt hat, das ist vollkommen verrückt. Und ich glaube, an so einer Stelle mal neu darüber nachzudenken, wie die richtige Aufteilung ist zwischen staatlichem Rahmen, zwischen auch der klaren Ansage, ja, das kostet auch was, so ein handlungsfähiger Staat, dafür müssen auch Steuern bezahlt werden. Und da kann es nicht sein, dass sich ganz bestimmte ganz vom Acker machen können. Aber umgekehrt auch die Ideen und die Lust der Leute am Gewinn machen, ein Stück aufrechtzuerhalten, das, finde ich, muss so ein Beirat machen. Und ich glaube, da wird es eine Menge Arbeit geben. Und es wird auch eine Menge an Versuchen geben, das zu diskreditieren, weil das manchen nicht in den Kram passt, dass mal anders nachgedacht wird, als das in den letzten Jahrzehnten der Fall war. Und wir haben ja gemerkt, nur den Satz noch, auch nach der Finanzkrise gab es starke Kräfte, die nichts anderes zu tun hatten, als möglichst schnell dahin zurückzukommen, wo man vorher gewesen ist. Also Regulierung möglichst nicht zu machen, abzubauen und wieder Millionen von Boni zu bezahlen, egal ob man wirklich einen Erfolg für die Gesellschaft gebracht hat oder nicht. Wir müssen jetzt leider langsam zum Schluss kommen. Darum als letzte Frage an dich. Eine Sache, die du genannt hast, wie aus der Krise rausgekommen werden soll, ist ja auch ein Konjunkturprogramm. Du hast von einem Konjunkturprogramm für Europa gesprochen in deinem Gastbeitrag, aber sicherlich ja auch für Investitionen innerhalb von Deutschland. Worin soll da investiert werden, deiner Meinung nach? Ganz kurz und knapp. Also erstmal ist das eine schöne Geschichte, wo Olaf Scholz, Rolf Mützenich und ich wirklich sehr stark gemeinsam vorangegangen sind und gesagt haben, das müssen wir hinbekommen. So, und das fängt an, wenn wir mal im eigenen Land anfangen, aber das kann man auf die anderen Länder genauso übertragen. Es gibt eine Untersuchung in Deutschland, dass wir in den nächsten 10 Jahren, und zwar schon vor Corona, 500 Millionen Euro gebraucht hätten oder brauchen, um unsere Schulen auf den Stand zu bringen, die eines reichen Industrielands würdig sind, also baulich, aber eben auch ausgestattet, was digitales Equipment angeht und so weiter. Wenn man sich die Straßen und Brücken anguckt, wenn man sich die Bahntrassen anguckt, wenn man sich anguckt, was an ICEs alles nicht funktioniert, wie schlecht der Mobilfunkempfang ist, dann weiß man, was in diesem Land zu tun ist. Und wenn man dann über die Grenzen rausguckt und feststellt, in manchem haben andere, obwohl vielleicht ärmere Länder es schon weitergebracht, aber dafür haben sie andere große Probleme, dann weiß man, wie viel Investitionsbedarf es gibt, der von der Öffentlichkeit gemacht werden muss. Den kann man nicht privat lösen. Das haben wir ja gesehen bei den Mobilfunkanbietern. Die gucken sich erstmal natürlich die Gegenden an, wo bezahlt wird und wo auch die Nachfrage ist. Und das bedeutet, der ländliche Raum fällt zurück, die großen Städte werden überfüllt, die Mieten steigen. Also alles Dinge, wo der Staat gefordert ist. Und das haben wir gerade noch im Koalitionsausschuss durchbekommen, bevor es dann alles zu Ende war mit Corona. Und wir haben gesagt, das muss auf jeden Fall, darauf können wir jetzt nicht verzichten. Wenn das nachher gestrichen wird, weil wir jetzt Schulden machen, um die Wirtschaft in Gang zu halten, dann hätten wir aus Corona ein Generationenproblem gemacht und nicht nur eins für 1 oder 2 Jahre. Vielen Dank. Super, ich wollte ganz zum Abschluss noch mal eine Sache sagen. Wir haben ja jetzt ganz viel gelernt über dich als Vorsitzende und darüber,
was in der Politik noch erreichen willst. Und du hast am Anfang auch erzählt, dass ihr ja ins Amt gewählt wurdet, um ein bisschen was anders zu machen und auch ganz stark von jungen Leuten ja dahin gebracht wurden. Und ich finde, es ist eine ganz schöne Geschichte am Wochenende passiert. Da hat ein ganz junger Mensch gesagt, er ist in die SPD eingetreten, auch wegen dir. Also du kriegst junge Leute in die Partei. Und er hat nicht nur, also du hast ihm dann darauf geantwortet auf Twitter und du hast nicht nur gesagt, herzlich willkommen, sondern du hast ihm auch einen Ratschlag gegeben. Er soll sich nie von denen entmutigen lassen, die alles mies, aber nichts besser machen. Leute, die mitmachen und anpacken, werden mehr gebraucht denn je. In diesem Sinne, setzt euch ein, tretet in Parteien ein oder zeigt jetzt gerade in der Krise Solidarität mit denen, die Hilfe brauchen können. Das war's erstmal für heute. Vielen, vielen Dank an dich, Norbert, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank und wenn es ein bisschen Spaß gemacht hat, dann freut mich das natürlich. Das war ja das, was Saskia und ich uns wirklich auf die Fahne geschrieben haben, dass wir gesagt haben, wir möchten viel mehr Kontakt zu den Menschen im Land haben und auch zu den Mitgliedern der Partei, nicht bloß im Parteivorstand, sondern überall. Und wenn das ein Beitrag dazu ist, dann gerne mehr davon. Danke. Ich möchte auch euch danken, dass ihr so viele Fragen gestellt habt und es tut mir leid, wenn nicht alle Fragen beantwortet werden konnten. Wir hoffen, dass es Spaß gemacht hat, wie Norbert gerade schon gesagt hat, und wir machen weiter mit diesen Bürgersprechstunden. Morgen ist zum Beispiel die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey dran und am Donnerstag deine Co-Vorsitzende Saskia Esken. Und ein ganz heißer Tipp, wenn ihr immer up to date bleiben wollt, sei es über Corona-Infos oder wann die nächste Sprechstunde ist, dann abonniert die SPD auf Telegram. Das war's von uns und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bleibt gesund. Tschüss.